Willkommen und grüß Gott bei meiner zauberhaften Welpenschau. Ich möchte bitte alle herzlichst einladen, meine Homepage zu besuchen. Da garantiere ich, ich zauber ein Lächeln in jedes Gesicht und jedem geht da das Herz auf. Bei unserer Malteser-Welpenpräsentation kann ich da den Fünferwurf zeigen, den habe ich schon einmal hergezeigt. Und jetzt sind sie natürlich ein bisschen gewachsen, jetzt sind sie mittlerweile 5 Wochen alt. Und mit 5 Wochen kann man natürlich die Schönheit schon aussehen. Da sieht man, dass die wunderschöne, saubere Augen haben, dass die wirklich ein schneeweißes Fell haben, schöne weiße Ohrli und halt schon richtig klasse Böds aussetzen. Da mache ich ganz gern, dass man das sieht, wie fluschig und wie wuschelig das die sind. Die Welpen sind da jetzt in Größe Midi und da sagt man, Mini sind ausgewachsen, so circa 2 bis 3 Kilo, wobei man Hunde natürlich nicht wie Spanferkel noch die Decke oder noch die Zentimeter misst, sondern sagt, die ganz kleine Form bei den Malteser ist Mini. Das da sind jetzt normal große, das nennt man Midi. Die haben ausgewachsen zwischen 3 und 4 Kilo. Das ist eine geschickte Größe, kleiner wie eine Hauskatze. Eine normale Hauskatze wiegt in etwa 6 Kilo, dass ihr euch da ein bisschen was vorstellen könnt. Es täuscht oft beim Filmer die Größe und da kommt es dann ganz gern zu Missverständnissen. Und wie es halt in jedem Wurf ist, ist einmal ein kleines Mausi dabei. Das ist auch ganz normal, weil alle die Kasperer heißen, sind auch nicht gleich groß und gleich schwer. Da gibt es auch Familienunterschiede und so ist es auch bei den Hunden. Aber in dem Alter kann man wirklich jetzt schon das Rassetypische sehen, das Liebe, jetzt wird das Schnauze schon lang und das Fell wird schön fluffig, die Ohrli sind schön gekippt, der Malteser hat immer Schnappohrli und er ist immer weiß. So, wer schaut da so frech? Du, Schwarznasi, schaust du nochmal in die Kamera. Wie es ganz klar war, habe ich erzählt von der Pigmentierung. Da waren die Nasal und die Brazal noch ganz hell und rosarot. Das Schwarze, das Nachdunkeln, kommt immer erst mit der Zeit. Wie sich halt jeder Welpe so von Woche zu Woche entwickelt und immer schöner und immer rassetypischer wird. Und auch immer frecher und aufgeweckter. Die sind jetzt, obwohl es schon 5 Wochen sind, alle nur ein bisschen Baby oft, mehr schlafen und so. Das braucht einfach alles seine Zeit, bis dass sie eine kindliche Frechheit entwickeln. Darum hält man solche Welpen normalerweise 10 Wochen beim Züchter und bei der Hündin. Und erst wenn man sieht, sie haben sich gut entwickelt, sind stabil und kreuzfrech und bereit für ein neues Leben und ein neues Zuhause, darf man es abholen. Aber die gute Nachricht ist, sie sind jetzt alt genug zum besucht werden und wer will, kann sich ja jetzt einen Termin beim Züchter ausmachen. Und jetzt zeige ich noch andere Babys. Als nächstes zeige ich da einen her, das ist ein Mini mit 16 Wochen. Der ist natürlich super lieb schon in der Entwicklung und da ist das Fell natürlich schon sagenhaft. Aber das ist eh klar, das ist alles eine Sache des Alters, weil jede Woche entwickelt sich so eine Welpe weiter und wird immer prächtiger und immer schöner. Und vom Größenvergleich her, das sind ungefähr, also in meine 2 Hände hat der locker Platz, aber das meiste an dem Hund ist Wuschelfell. Okay. Schaust du mal ein bisschen in die Kamera, kleiner Schnuppi? Okay. Die kleinen Schlappohrli, okay. Bisschen herzahlen. Und wie bei allen kleinen Hunden ist es so, bei denen brechen erst spät die Milchzähne durch. Bei großen Hunden, die haben mit 3 Wochen schon das Gebiss. Und kleine Hund kann es oft 6 Wochen dauern, dass die Milchzahnteil durchbrechen. Und dann können sie ganz gut fressen lernen. Und ab 16 Wochen oder auch später kriegen sie dann das neue, bleibende, bestehende Gebiss. Und wenn ein weißer Hund natürlich einen Zahnwechsel hat, kann schon mal passieren, dass er ein bisschen blutig ist beim Schnauze. Aber das heißt nicht, dass er krank ist oder sich irgendwie verletzt hat, sondern ist eh ganz klar, wenn ihm die Zahnte ausfallen, kann das passieren. Manchmal finden die Besitzer ein bisschen Blut auf dem Spülzeug und dann sind sie nervös und rufen, ja, Jesus Maria, mein Hund ist sterbenskrank. Also das sind ganz normale Sachen. Im Übrigen möchte ich alle sagen, wenn so Geschichten sind um die Welpen um mich kann man immer anrufen und ich erkläre das dann gern, ob das wirklich was Dramatisches ist oder ganz eine normale Kindersache. Okay?
und wir kommen zum nächsten Part. Aus meiner Schatzkiste zaubert ihr jetzt nur einmal Tipu zum Vergleich. Der ist 9 Wochen alt und wenn es da jetzt schaut, der ist natürlich deutlich kräftiger. Und Maltipu ist Halberts Malteser und Halberts Zwergpudel. Und das ist natürlich deutlich mehr Hund. Weil wenn der ausgewachsen ist, der hat ungefähr 5-6 Kilo und ist 30 cm circa hoch. Ja, du möchtest mal Bussi gehen. Schau mal in die Kamera. Nur, dass ihr ein bisschen Gespür und einen Vergleich habt, wie das so ist. Und wir kommen zum nächsten. Ein Mini-Malteser ausgewachsen ist so wie der. Wirklich ein kleines Schnuffelein, ein fluffiges. Mit furchtbar viel Fell und furchtbar viel Bussis für mich und hat überhaupt keine Lust, dass er das da halt filmen lässt. Aber ist eh ganz klar, ich sage das auch immer dazu, da müsst ihr Verständnis haben, Tierfilmen ist nicht was, wo man sagt, so auf Kommando, das sind keine interessierten Lässis aus dem Fernsehen, das sind halt einfach Lebewesen, die da auch irritiert sind von den Scheinwerfern von fremden Leuten und da tanzt halt nicht immer das, was uns wir vorstellen. Okay? Dann tun wir noch winden und kommen wir zum nächsten. Da zeige ich jetzt einen Wurf von Mini-Malteser. Das sind so kleine Schäne, wie ich euch gerade gezeigt habe. Da ist der schöne Mini-Malteser-Rüde der Papa davon. Und wie es halt oft so ist, bei den Kleinen sind auch recht wenig im Wurf. Weil da ist auch die Hündin ein bisschen kleiner und dann wird halt auch nicht so viel Röppen-Gaudi her. Die sind jetzt in der 6. Woche und sind halt noch ziemlich babyhaft, weil umso kleiner die Hunde sind, desto Babyhof, da sind sie halt einfach auch und umso länger dauert die Entwicklung. Weil wenn ich das vergleiche mit unseren selber züchten Golden Retriever, das sind mit 6 Wochen riesige Gletscher und wilde Teufel. Okay. Und jetzt zeige ich euch noch die Mutterhündin von dem größeren Wurf. Da ist jetzt die Mutti. Die Hündin ist natürlich ein wirklicher Hübscher, ein liebe, ein brave. Jetzt ist sie ein bisschen zupft der Teufel. Gell? Aber das muss man auch verstehen, wenn wir gerade Kinder gekriegt haben, sind wir auch nicht perfektes Teil, wenn wir gerade am Opernball gegangen. Und das gehört halt einfach auch zur Hundezucht dazu. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Muttermilch ist zuckersüß, das verbiegt die Haare. Jetzt muss man oft auch ein bisschen was wegschneiden. Und die Hündin tut natürlich die Kleinen auch den Popo putzen. Naja, da leidet natürlich ein bisschen die Frisur. Aber alles in allem kann man trotzdem sagen, ja, du bist eine brave. Sie ist eine brave, wunderschöne, recht zugängliche. Und das ist also eine normale Hündin mit 3,5 Kilo. Das ist das, wie der Malteser ist. Okay? Wenn der Malteser groß wirkt, ist es wirklich nur, weil er recht viel fluschiges, fluffiges Fell hat. Der Hund drunter ist recht leicht. Okay? Mein nettes Mausi, ja, du bist ja brav, ne? Die wollen aber nicht sehen, wie wir zwei uns küssen, sondern die wollen dein Gesicht sehen. Und die wollen auch nicht sehen, dass du frech mit Schwarf vorgehst, sondern dass du in die Kamera schaust. Immer ist es nicht so leicht, dass die Hunde das tun, was wir uns so vorstellen. Probieren wir es mit Winke-Winke. Hm? Machen wir den Winke-Winke-Malteser. Okay, so. Winke, winke. Sehr gut. Ja, so brav bist du. Da habe ich jetzt noch einen Wurf Mini-Malteser. Die sind in der 7. Woche. Und sind nur sehr klein, man muss sogar sagen, wir sind kleiner wie die anderen, was ich vorhin gesagt habe, die was aber noch deutlich jünger sind.
Aber das ist eh ganz klar. Wenn der Hund später mal nicht so groß wird, ist er natürlich anfänglich auch klein. Das ist eh ganz klar. Okay? Und diese Würfe bei den Malteser, das ist meistens 1 bis 5 Welpe. Mehr kommt eigentlich nicht vor. Und meistens sind es halt so 2 oder 3. Das ist so das Übliche. Und es gibt bei jedem Hund ein bisschen Besonderheiten und Unterschiede. Anfänglich haben sie manchmal so ein bisschen hellere Sprenkel am Nasal. Oder wie der da, der hat so eine leichte Elfenbeinfärbung am Kopf und an die Ohrli. Es ist zwar erfahrungsgemäß so, dass es meistens auswächst und schneeweiß wird, aber es kann auch sein, dass ein erwachsener Malteser so eine leicht gelbliche Strähne im Ohr hat. Das ist völlig normal. Weil der schneeweiße Hund ist ja ursprünglich wie jeder andere Hund auch aus Wolfsgenen herausgezüchtet. Das ist ja der Urahne irgendwo und der Wolf war natürlich nicht weiß. Und daher kommt es auch, dass sie in der Naturwelt wieder mal irgendwo eine kleine Farbsträhne durcherbt. Weil das ist über Generationen und Generationen weitergeben. So ist es mit dem Erbgut und manchmal sage ich auch, das ist wie bei uns. Jeder Mensch trägt da mindestens 4% Neandertaler-Gen und trotzdem sitzen wir halt nicht mehr beim Feiern und dann da kochen. Okay? Also der Mensch hat sich weiterentwickelt und auch die Hunderassen haben sich auseinandergespalten und heutzutage gibt es 400 oder über 400 anerkannte Hunderassen und von den kleinen Hunden die beliebteste Hunderasse ist eigentlich der Malteser schlechthin. Den kennt ja jeder und da weiß ja jeder, das ist ein braver Hund, der nicht viel bellt, der keine Haare verliert, dem man von Zeit zu Zeit die Haare schneiden muss oder scheren lassen muss, weil sonst unendlich weiter wachsen. Deshalb sieht man manches Mal Malteser mit wirklich unendlich langem Haar und andere haben es halt kurz. Das ist, wie es der Besitzer schneiden oder geschnitten haben will. Okay? Und der Malteser ist natürlich auch ein sehr kinderfreundlicher und familienfreundlicher Hund, was aber bitte nicht heißt, er ist als Kinderspielzeug geeignet. Alle Familien müssen wirklich darauf achten, dass die Kinder sorgsam sind, weil ein kleiner Hund ist selbstverständlich auch empfindlich und darf nicht von den Kindern durch die Gegend gewurschtelt werden. Okay. Ja, ist das schon ganz liebe Stupsis. So, dann denke ich, heute habe ich euch wieder ganz schön viel Malteser gezeigt und ein bisschen die Unterschiede erklärt. Das ist mir auch immer wichtig und bei uns kann wirklich jeder seinem Züchter vertrauen, dass man den richtigen aussucht, vom Temperament wie von der Größe. Und was auch ganz wichtig ist, jeder Hundefreund sollte sich nicht versteifen auf genauso viel Decker oder genauso viel Zentimeter, so wie sein Hund haben, weil wir Züchter achten auch eher darauf, dass die Hunde wirklich gesund sind, gut gehalten werden, einen guten Charakter haben und ob der jetzt 20 Decker mehr oder weniger hat, sollte für niemanden eine Rolle spielen. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen von unserem neuesten unserem neuesten Malteser-Bericht. Von lauter Weiß kommen wir die Hunde schon durcheinander. Dann bis bald und Baba. Tschüss.